Guten Abend, Ladies and Gents. Heute starten wir Things Off an der Skelly Farm. Und zwar ist sie relativ effizient, dass hier das Licht in der Ecke waren Fackeln, die ich nicht weggemacht habe. Genau, und hier sterben die Viecher schon an Entity Cramming. Das ist schon ziemlich gut. Ich habe gerade gerade eben erst hier noch eine Truhe hinzugefügt, weil... Naja, das geht, da geht immer Shit rein. Ja, weil das ist schon ziemlich viel Loot, was wir hier rausbekommen. Und das brauchen wir noch nicht mal wirklich. Also wir brauchen nicht mal einen Bow mit Infinity, weil... wozu? Ja. Und es ist wieder voll abge... Naja, auf jeden Fall... So sieht's aus ungefähr hier unten. Und ich habe den Fisch schon extra mit, weil ich nämlich, oder besser gesagt, weil ich nämlich ein Aquarium in diesem Raum gebaut habe. Wow, also so sieht jetzt im Moment unser Raum hier aus und ich frage mich, wie viel Loot wir hier rauskriegen aus dieser Farm. Müsste auch schon ziemlich viel sein. Ja. Das ist ziemlich viel. Ich zeige euch mal gleich, was wir hier machen können. Das ist verbunden durch sehr viel Eisen an, wie ihr seht, die einzelnen Hopper-Minecarts, die hin und her switchen. Und wie man sieht, es kommt hier schon rein wieder. Und das gibt es auf allen drei Seiten und ist verbunden mit dem hier auch. Also... super gut. Ich habe auch eine Möglichkeit, hier diese Bits, kleinen Bits, die in der Ecke stecken bleiben. Manchmal habe ich eine Möglichkeit, das rauszukriegen. Dafür müssten wir aber hier unten die alle aufmachen und auch Glas dran machen. Das sieht einfach blöd aus. Dann verlieren wir lieber ein oder zwei von den Kelp. Wo ich auch sagen muss, das ist so effizient, dass es eigentlich schon egal ist an sich. Ach ja. Dieses Kelp, das müssten wir jetzt an sich... ja, okay, warte mal kurz. Ich tue es einfach wieder zurück hier rein, weil... nein. Wow, weil ich dachte, wir können was daraus machen. Aber in Wirklichkeit... können wir noch nicht, weil ich nämlich... das nicht hier unten habe, sondern oben und ich habe jetzt keine Lust hochzugehen. Also... worum es eigentlich ging, sind die Fische. Und zwar wollen wir natürlich die Fische, die wir gefangen haben, hier reintun. Vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung haben, weil ich meine, es ist ja ziemlich groß hier, das Ding. Von daher ist das ja an sich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier drei Fische drin. Und ich hoffe, die brauchen keine Luft, um zu überleben. Weil manche Fische brauchen Luft, um zu überleben. Glaube ich zumindest. Aber für die drei Fische ist das ein riesiger Platz. Und wir können auf jeden Fall noch mehr Fische finden, die vielleicht nicht nur da oben schwimmen, sondern auch hier unten. Also können wir jederzeit durch dieses Loch in der Wand unsere Fische dazu adden, wie wir wollen. Genau, dann gucken wir doch einfach mal, wie sich hier diese Farm macht. Das sieht auch nach viel aus, zwei Stacks ungefähr. Und hier haben wir... drei Stacks Steak und ziemlich viel Leder. Warum ist denn nur eine Kuh drin? Wo ich mich auch frage, wir kriegen dieses Raw Beef einfach nur, weil da zu viele Kühe dran sind, wenn ich sie breede. Das bedeutet, ich muss sie schnell breeden. La. Und dann ganz schnell hier drauf drücken, damit die nicht sterben. Und das sind auch nur zwei. Weil da halt auch einer ist. Weil die so schnell sterben, dass, ja, und schon kriegen wir Raw Beef. Das ist halt echt blöd. Da muss ich mir noch was ausdenken. Aber nicht jetzt. Vielleicht lasse ich das lieber da. So. Vielleicht nehme ich mir noch ein bisschen Fleisch mit. So, heute wollen wir nämlich was Schönes machen. Und zwar wollen wir... uns erstmal komplett hier mit Diamanten ausstatten. Dafür haben wir auch genug Diamanten.
oben in unserem Storage System, was ich euch überhaupt noch zeigen muss. Ich habe das ein bisschen verschönert. So sieht unser Storage System aus jetzt. Es ist nicht angebunden an irgendwelche Systeme. Es ist einfach nur Truhen, die rumstehen, wo man, hier sind nur 8, unten waren noch 15. Und ihr habt ja gesehen, wie ich in der letzten Folge einfach drei von, es waren nur 3, ich meinte, es seien 4 gewesen. Aber ich habe nur 3 Diamantblöcke abgebaut und habe direkt 15 Diamanten gehabt. Das bedeutet, wir haben ungefähr aus jedem Dia-Block 5 Diamanten gekriegt. Das ist relativ viel. Und vielleicht verschätze ich mich auch da, es waren 4. Auf jeden Fall nehme ich die mit, hole gleich die 15 noch und meine sowieso ein bisschen, damit wir hier ein bisschen viel mehr haben. Es sieht auch so wenig aus, weil ich einfach diese Blöcke gemacht habe. Aber wenn man das halt zu Blöcken macht, dann ist es schon, wird das relativ weniger. Dann könnten wir auch, falls wir jetzt ein Beacon holen, uns irgendwie ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich glaube irgendwas mit Star auf jeden Fall, dass wir uns dann theoretisch ein Beacon machen können, dann können wir richtig schnelles Zeugs machen. Gut, genug gelabert, fangen wir an mit Upgearen und dann gehen wir in eine Festung. So, dann tun wir halt alles mal hier auf dieses schöne Chest. Quatsch, wie heißt das nochmal? Armor Stand. Genau, wir haben halt den Helm, Diamanten habe ich halt behalten. Wir haben jetzt Protection 5, Quatsch, Protection 4, Unbreaking 3, Unbreaking 3, Fire Protection 4, Thorn 2, brauchen wir eigentlich nicht. Fire Protection 3, Unbreaking 3, Fire Protection 4 und Unbreaking 3. Das heißt, wenn wir in Lava fallen, sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Sharpness 3, Knockback to Looting 2 ist nicht das allerbeste, aber es ist zumindest etwas. Das kennen wir ja schon. Da habe ich jetzt Efficiency 4 an Breaking 3 rausgekriegt und hier aus der Shuffle natürlich Efficiency 4. Ja, oha. Das wusste ich nicht, dass ich das da noch drin habe. So, damit habe ich das in die Truhe getan und ich würde sagen, wir machen uns noch, je nachdem, ich würde sagen, wir machen uns noch 4 von den Dingern. Oder 2. Also, dass wir 4 haben, meinte ich natürlich. So, jetzt haben wir 4 von den Eye of Ender. Das sieht gut aus. Und jetzt bräuchten wir, was bräuchten wir noch? Essen haben wir, Torches haben wir. Abgegeared sind wir auch. Was können wir noch gebrauchen? Ich glaube überhaupt nichts, außer vielleicht Tag. Und wir haben Tag. Ich hoffe, das habe ich gut hingekriegt, dass der Schnitt genau, dass ich genau hier stand. Ich hoffe, das geht gut. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich werfe einfach direkt mal eine hoch. Hallo? Okay. Wo ist sie hingeflogen? In die Richtung. Die ist in die Richtung geflogen, okay. Shit. Sie ist, okay. Wir müssen in die Richtung. Das wird ein langer Weg. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben schon einen Eye of Ender verloren. Ich glaube, ich nehme noch ein paar mehr mit. Nicht angucken, den Typen nicht. Wobei, wir können noch direkt das mitnehmen, oder? Hey, du. Wenn ich so gerade sehe, in welche Richtung das geht. Oh, da ist noch ein Schiff. Noch eins. Aber wenn ich mal sehe, in welche Richtung das geht, würde ich sagen, wir nehmen uns auf jeden Fall ein Boot mit. Oder zumindest Sachen zum Craften. So, jetzt geht's weiter mit dem Ganzen. Ich habe jetzt ein bisschen Holz und ein Oak Boat, falls wir jetzt in diese Richtung weitermachen gehen müssen. Und wie es aussieht, müssen wir das. Yay. Oh, shit. Und da kommt es wieder hochgeschwommen, so nach 5 Jahren. Lol. Ich schwimme erstmal eine Zeit lang in diese Richtung, weil ich mir vorstellen kann, dass es ziemlich weit weg ist. Und dann werfe ich nochmal eine. Wo ich mir dann so denke, was leuchtet da? Was ist das? Warum leuchtet es da? Schauen wir mal nach, oder?
Eine Sea Lantern. Wow, okay, das ist alles. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Ich muss außerdem wieder hoch. Wow. Und da ist... Ist da irgendwas Spezielles? Was ist da? Ich konnte da jetzt erstmal nichts finden und wir sollten, glaube ich, auch erstmal bei unserer Mission bleiben. Nice. Also weiter in diese Richtung. Also, ich bin nochmal gerade eben den ganzen Weg zurückgegangen, besser gesagt geboatet, um noch ein paar Tools zu holen, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen Cobblestone, 4 Buckets, falls wir irgendwas finden, und jede Menge Betten. Ihr werdet noch sehen, warum. Für Leute, die das Spiel kennen, wissen es schon. Und dann Arrows und ein Infinity Bow. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt einen schieße, ich frag mich. Nein, den kann ich nicht aufsammeln. Schade. Okay. Auf jeden Fall haben wir 64. Habe ich da verfehlt? Ah, nice. Take aim. Und, oh, sie ist schon tot. Okay. Auf jeden Fall clever, 64 haben wir dabei. 64 haben wir immer. Das können wir gut gebrauchen. Lol. Und was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Wir haben, irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, ich habe 4 Bows verschwendet, um Infinity Bow zu kriegen. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Wenn ja, dann tut es mir leid, dass ich mich wiederhole. Gut, wir gehen gerade in eine Richtung, wo ich denke, wo es ist. Und wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Geht's kaputt oder kommt's runter? Es kommt runter und ich muss es aber einsammeln. Hallo? Dankeschön. Okay, wir müssen also immer noch weiter in diese Richtung gehen und ich hoffe einfach, ich will keine Eier einsammeln. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so weit ist, damit wir nicht so weit auch wieder zurückgehen müssen, beziehungsweise ich. Ihr müsst ja einfach nur eine Sekunde warten, dann bin ich sozusagen da. Hier sind Wölfe. Hätte ich doch bloß ein bisschen Bone Meal mitgenommen. Ein paar Knochen mitgenommen, das wäre echt gut. Aber wir wissen, wo sie sind, wir kommen wieder zurück. Und schon kommen wir in eine Schneelandschaft. Bisschen Schnee aufs... das wollte ich nicht. Weg damit. Bisschen Schnee aufsammeln. Vielleicht kann man Leute damit nerven. Leider sind wir nicht auf einem Server. Weil so ein Server muss es erstmal geben, wo alle friedlich zusammenarbeiten, wollte ich schon sagen. Wir müssen aber echt sagen, wir sind gut... Also biomtechnisch... da gehe ich nicht runter. Biomtechnisch haben wir sie echt gut. Hier ist ein Biom nach dem nächsten dicht aneinander gequetscht. Obwohl es die normale Biomgröße ist. Oder ich gehe einfach viel zu schnell und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir essen kurz was. Und testen mal, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Wenn wir zurückgehen müssen, wäre es ein bisschen doof. Aha, in diese Richtung also. Und der ist kaputt gegangen. Okay. Jetzt sind wir schon in der Wüste. Leute, gucken wir mal. Oh, in die Richtung. Okay. Bitte geh nicht kaputt, komm wieder runter. Danke. Also ich muss sagen, ich komme auf jeden Fall in all diese Biome zurück, damit wir echt alles haben. Vor allen Dingen Kaktus wäre vielleicht ganz geil, sagte er und sprang neben einen Kaktus. Geht's noch? Und weiter geht die Reise. Auf jeden Fall, um halt alle Sachen zu bekommen, die wir so brauchen könnten. Einfach mal ein paar Portale aufstellen, die wir mit dem Nether verlinken, damit wir schnell an andere Orte kommen. Ja, und dann sehen wir es. Neuer Test und wir sind zu weit gelaufen. Wir müssen also in die Richtung ein bisschen zurück. Ich teste jetzt nochmal hier. Okay, wir sind viel zu weit gelaufen anscheinend. Ich dachte, ich tue uns Gutes, wenn ich ein ganz bisschen weiterlaufe. Aber anscheinend war es genau an der Kante zwischen dem und dem letzten Biom. Okay. Wir müssen also gleich irgendwo hier... Oh, ich dachte schon. Was für ein Glück wir aber auch haben, dass wir die ganze Zeit das zurückbekommen. Also irgendwo hier? Ah, anscheinend. Dann gehe ich mal hier.
Okay. Wusste ich. Ein paar Meter weiter. What? Wohin? Wo? Was? Oh, hierhin. Es ist runtergegangen. Okay, alles klar. Dann wissen wir ab jetzt, wir müssen runter. Und das ist perfekt, weil einfach die Nacht gerade anfängt. Eigentlich soll man das ja nicht machen. Das ist ja eine der ersten Regeln bei Minecraft, so ein auf den. Du darfst nicht straight down gehen. Und wir sind drin. Okay, jetzt fängt die Schlacht an. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Das ist eine Bibliothek. Boah, diese Viecher gibt es ja auch drin. Das ist ja immens. Unnötig. Wir können Sachen gar nicht mehr auffangen hier. Du musst immer loswerden von den Sachen, die du nicht brauchst. Iron Door, wir brauchten sowas. Die Snowbälle können... Das habe ich nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir schon. Das brauchen wir nicht. Das können wir uns auch nach später besorgen. Hier ist eine Truhe. Redstone, Dust und Brot. Ernsthaft. Hi, Creeper. Hi, Creeper. Hi, Creeper. Und hier ist Iron Chestplate und Iron Boots. Wir brauchen das alles gar nicht. Gut, dass wir dieses Knockback auf dem Schwert haben, weil sonst... Das macht es viel einfacher, die Dinger zu töten. Oh mein Gott. Ich glaube, das können wir kaputt machen. Ja, alles klar. Uha. So viele habe ich jetzt nicht mitgebracht. Uns fehlen 1, 2, 3, 4, 5. Das wird schwer. Okay, ich besorge die kurz. Kurz ist lustig. Wie soll ich das machen? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich hier erstmal kurz eine Truhe bauen, weil die haben wir echt nötig. Zack. Packen wir erstmal unser ganzes Stuff rein, das wir nicht brauchen. Inklusive das Zeug, falls ich das nicht gleich wiederkomme. Dann habe ich erstmal ein leeres Inventar und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das ganze Zeug habe. Oh Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was wollt ihr denn? Ich habe gerade die Sachen geholt, die wir brauchen und bin jetzt wieder zurück. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Jagt euch selbst in die Luft. So ist die Devise. Wow, okay. So. Ich bin wieder hier, genau. Und jetzt suche ich nochmal den Place, wo ich hin muss. Ach ja, und hier ist das Loch. Perfekt. Alles klar. Kommt das wieder runter? Perfekt. Und wir sind hier. No way. Wir haben es wieder gefunden. Oh mein Gott. Das war ein Akt. Oh Mann. 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 Okay, alles klar. Es kann losgehen. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen. Die brauchen wir ganz sicher nicht. Das könnten wir gut gebrauchen. Das auch. Den Rest vielleicht nicht unbedingt. Also wir spielen jetzt das Spiel sozusagen durch. Ja, okay, vielleicht würde ich lieber Cobblestone mitnehmen. Das vielleicht. So, dann haben wir an sich alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir noch die Augen hier reinsetzen. Und oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das sieht so crazy aus. Oh Mann. Ich glaube, ich habe noch... Ich sag lieber jetzt nichts. Auf geht's! The End? Fragezeichen. Wir sind in einem Raum gefangen.
Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich höre schon den Ender Dragon. Alleine das ist schon krass. Okay, oh mein Gott, ich komme hier raus und direkt werde ich angegriffen von dem Vieh. Okay, ich hoffe, ich habe keinen von denen angeguckt. Oh Mann. Oh Mann. Also, was wir jetzt machen müssen, ist auf diese Dinger zielen. Und sie kaputt kriegen, vor allem. Ah, ich bin darin so schlecht. Oh mein Gott. Ja, einen haben wir. Kann man die nicht? Das Vieh lädt sich halt einfach auf. Wow, ich wusste gar nicht, dass das Ding. Ach, schießt eigentlich. Das Problem ist, wir müssen die halt jetzt irgendwie. Kann man die kriegen, obwohl sie in dem Cage sind? Ich bin mir gerade richtig unsicher. Oh Mann. Okay, ich erledige jetzt diese Türme und dann sehen wir weiter. Mir fehlt nur noch der letzte Turm. Ich meine, es ist einer von den beiden, aber ich fühle mir so unsicher. Geh weg, wir brauchen dich noch nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Es ist der da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fuck. Die anderen haben mir schon so. Haben schon so lange gebraucht. Ah. Das wusste ich gar nicht. Oh Mann. Das habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist der letzte. Der ist doch eindeutig drüber. Was? 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 Warum? Warum? Ist er hinter mir her? Wieso ist er hinter mir her? Was soll das? Ich habe ihn doch ganz sicher nicht angeguckt. Oh Mann, wir müssen diesen letzten Turm endlich schaffen. Ah, komm schon, 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 komm schon. Das ist doch nur der letzte Turm. Zu tief. So. Jetzt komm. Bisschen höher. Bisschen höher. Ganz bisschen höher. Komm schon. Die anderen habe ich so leicht weggemacht. Ich bin mir gerade so unsicher, weil er lädt sich gar nicht mehr auf. Und er hat ja schon Damage von uns genommen. Und ich glaube, wir haben es getroffen, ohne dass ich es gemerkt habe. Kann das sein? Okay, gut. Wenn das so ist, dann werde ich jetzt. Das war vielleicht. Oh, okay. Wir sind hier raus. Wenn das so ist, dann machen wir doch jetzt mal was Schönes. Und zwar werden wir das Vieh jetzt einfach töten. Und wir haben nichts gekriegt von ihm. Gar nichts. Da können wir auch mit dem Schwert an ihn rangehen. Ist ja gar nichts. Ich dachte, wir kriegen mit dem Bett viel mehr Damage. Komm her. Okay, vielleicht sollten wir nicht in der Zeit, wo er das macht, rangehen. Aber wenn er jetzt in diese Richtung hier. Was willst du? Was willst du, ha? Ihr sterbt nicht wegen mir. Okay, doch, tut ihr. Kann ich das machen? Es geht also. Schön. Warum bist du jetzt wieder hinter mir her? Wir müssen eindeutig was essen. Wo ist der Typ? Da. Okay, komm. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. So muss das laufen. Ist wieder irgendwer aggro auf mich, weil ich ihn getroffen habe. Dann sind die alle aggro auf ihn. Ach komm schon, komm hier runter, du Miststück. Ja, komm, komm her, komm her. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube nicht. Aber jetzt. Oh, 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 oh. Das. Wir haben ihn fast ganz down. Ich fühle mich voll schlecht.
Ich finde es richtig schwer. Wir haben nicht mal genug Betten. Jetzt will ich ihn aber kriegen. Habe ich ihn immer noch nicht getötet? Das kann nicht sein. Oh Gott, seine Flammen werfen mich zurück? Oder Flammen überhaupt? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann. Ah, 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 ah. Wow, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin zurück und hab all mein ganzes Zeugs wieder. Ich hab mein ganzes Zeugs wiedergekriegt. Oh mein Gott, ich hab's innerhalb von 5 Minuten zurückgeschafft. Ich bin leider gestorben, wie ihr gesehen habt. Oh mein Gott, und dann habe ich einfach nicht geredet, weil ich wollte einfach mich konzentrieren und aufs Zurückkommen. Wir müssen ihn nur noch one-hitten, soweit ich weiß. Komm her. Ich meine, was fehlt ihm denn noch? Ich weiß nicht, ob ich schlau sein soll. Kann ich ihn nicht einfach... Das geht nicht. Das verbrennen. Die verbrennen einfach an ihm. Geh einfach weg, Mann! Sobald er losgeht, lass ich's los. Sobald er losfliegt, lass ich los. Ja! Haha, so muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wie viel XP kriegt man denn bitte hier? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben den Ender Dragon besiegt. Das Spiel ist vorbei. Gleich kommt ein Abspann. Also, das Spiel ist nicht vorbei, ja. Aber gleich kommt ein Abspann, sobald wir, ja, hier reinspringen, ne? Da ist das Ender-Ei, Ender-Drachen-Ei, falls wir, glaube ich, nochmal gegen ihn kämpfen wollen. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich glaube nicht. Aber Leute, das war es. In den Teilen gibt es noch die Welt, wo man dann Schalker-Boxes holen kann, also das, wovon ich euch erzählt habe. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich bringe jetzt hier rein und dann gibt es den Abspann. Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine Folge Update Craft, in dem wir den End besiegt haben. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge Update Craft. Nicht vergessen zu kommentieren, abonnieren, Glocke zu drücken und natürlich dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ciao, Leute. Abspann. Ihr fragt euch jetzt sicher, was das gebracht hat. Ich sag euch eins. Nothing! Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich wollte auch eigentlich nur ans Endportal, damit ich, damit ich das benutzen kann, um etwas Bestimmtes zu tun. Das seht ihr in der nächsten Folge.